1973 in Berlin-Lichtenberg geboren und am Rande von Berlin aufgewachsen. Ich hatte Hansa natürlich dann als Erstligist oder dann auch als Zweitligist oder dann natürlich dann bis 95 mitgefiebert, dass sie wieder aufsteigen. Ich habe die halt einen Blick gehabt dann, ja. So, ich merkte, da ist einfach was verwurzelt dann, ja. Hansa war für mich neben BFC Dynamo, muss man auch dazu sagen, als Heimatverein hier in Berlin noch. Das waren die beiden Vereine, die bei mir am stärksten im Fokus waren. Und bei Hansa rückte es dann immer mehr zusammen. Ich habe gemerkt, okay, ich habe da sowieso mal Bock drauf, nach Rostock zu fahren. Und ich habe das immer verbunden, irgendwie mit einer Nacht dann dort oder mit Warnemünde, Wammernmoos, klar, logisch. Und dann natürlich unglaublich viele Leute kennengelernt, habe diese riesige Hansa-Familie kennengelernt, dieses nordisch schroffe, auch leicht abweisende, aber doch diese Herzlichkeit, das ist ein Menschenschlag, da hab ich einfach Bock drauf, ich mag das ja. Buches wohl tatsächlich, wir haben Anfang der Jahrtausender ein Fußballforum gehabt, ein privates, also der Carsten aus Essen und ich. Und irgendwann kam die Idee, ein Magazin zu gründen, 2006 glaube ich, als Reisemagazin anfangs. Und 2008 gab es dann ein paar Schlüsselspiele und wir haben gesagt, wir machen eine Fußballrubrik auch auf. Wir haben dieses Fußballforum gehabt, was gut frequentiert war. Und das hat sich bombenschnell entwickelt. Wir haben relativ schnell auch Akkreditierungen bekommen und sind dann eigentlich in so einen professionellen Bereich auch reingerutscht, in den wir, das haben wir gar nicht zu hoffen erwagt. Also wir haben gar keinen Plan gehabt für dieses Magazin und wir haben uns natürlich sehr für Belange der Fankultur eingesetzt, besonders in diesen Jahren 2012, DFL-Papier und 2012. Und die Resonanz war halt unglaublich. Wir haben klassische Spielberichte gemacht, auch machen die halt immer noch. Aber vor allen Dingen ich immer diese Fankultursachen, der Streit mit DFB, DFL und auch manche Polizeigeschichten. Und ja, dieses Magazin ist halt seit 12, 13 Jahren ist online dann, ja, genau. Diese unglaubliche Geschlossenheit, das ist natürlich auch dieses Alleinstellungsmerkmal, ein Bundesland, eine Region, ein Verein. Das ist dieses, ja, also Hansa, auch die Fanszene, ich meine, das haben sie ja oft genug bewiesen, sie macht einfach ihr eigenes Ding dann auch. Und das, schon übt natürlich eine Faszination aus. Auch das wirkt sehr geschlossen, da auch reinzukommen sicherlich, auch medial, also fast ein Unding eigentlich auch. Natürlich auch die Zahlen auswärts unter der Woche mit 800 bis 1500 Mann unter der Woche, irgendwie, keine Ahnung, groß Asbach oder irgendwas. Also, egal wie beschissen es auch irgendwie sportlich läuft, wirklich die Treue halten und man kann muffig sein, aber man bleibt halt immer wirklich dran. Ne? Die Kombination aus beiden war halt definitiv bei RB Leipzig. Ich nenne den Verein mal ganz brav, wie er sich halt nennt. Und das war natürlich der 2:1-Sieg, da hat einfach alles gepasst dann. Ja? Also da war auch das Sportliche, war einer der Top 5 Jubel in meinem Leben. Und aber auch unvergessen auch der Last-Minute-Ausgleich in Dresden 2016 dann, ja. So in der Endphase, das war so, weil es halt im Hinterkopf war, im Jahr davor haben sie ja in Dresden verloren und nur dank Erfurt die Klasse gehalten und da waren ja noch ein paar Spieltage hin, das war ja März, aber trotzdem natürlich das Gefühl, da wieder verlieren und diesmal können es wirklich in die Hose gehen und der drohende Abstieg in die Regionalliga und da zweimal zurückzukommen, das war schon super, das war irre. Also da habe ich mir schon gedacht, okay, jetzt irgendwie, glaube ich, sind die Karten schon ein bisschen gelegt, dass man halt nicht nur neutraler Berichterstatter ist, sondern halt auch in gewissem Maß natürlich auch Fan. Ne? In dem Buch sind halt Klassiker drin, das erste Spiel wieder gegen Magdeburg oder auch klar gegen Dresden 2005, 2006, eben so Dinger, Ständer natürlich und Essen und sportliche Abrisse mit Martin Marx 2003 bei 68 München, immer so ein paar Sachen, das 4:4 in Karlsruhe, also wirklich so ein paar Sachen, die auf der Hand lagen und das ist spannend, ne? das wäre bei jedem größeren Verein spannend, aber jetzt ist es Hansa. Das ist halt irre. Ne? Das ist halt dann wirklich ein Thema mal zu öffnen und ranzugehen, was halt auch für einen selber völlig unbekannt ist dann ja. Also gerade für mich auch. Also der Oberliga-Fußball habe ich eben live nicht miterlebt. Manche Fangeschichten sind bekannt, aber da steckt ja noch viel mehr dahinter. Ja.
2016 gegen Union sind wir hochgefahren. Ne? Dann ist er mir auf der Schulter eingeschlafen dann nachts. Und das war eben für mich auch nochmal zu sagen, okay, das, jetzt kommt es ja wirklich ins Familiäre. Mein Sohnemann und der Kleine vielleicht dann auch, der ist 5. Ich habe ihn da rangeführt in den Verein, er hat da Bock drauf und wird sicherlich in Kürze, das darf er jetzt nicht hören, wird ihm zum Geburtstag die Mitgliedschaft schenken. Und hier ist jetzt groß genug. Klar, wenn man aus Rostock kommt und da verwurzelt ist, dann kann man zur Geburt auch eine Mitgliedschaft schenken. Ne? Das ist so die Basis, die da ist, damit kann Verein kalkulieren. Und das zeigt natürlich auch dem Verein, ja, auch in schweren Zeiten, wie viele Leute da hinter dem Verein stehen, gibt sicherlich auch Antrieb, mal einen Aufstieg auch zu wagen, dann mal wieder irgendwie anzugreifen. Ich meine, wenn ich so in der Vereinsführung sitzen würde und man ist so auf der Kippe und kann man schon und finanziell alles ein bisschen knirrig, ich meine, was sind da Mitgliederzahlen, ist dann schon ersichtlich. Die Leute haben Bock, da will man sich gar nicht ausmalen, wenn der Verein mal wieder ein, zwei Ligen höher spielen würde. Ja. Der Schritt, irgendwann ja zu sagen, war definitiv das Buch. Ja. Ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich. Und die Resonanz natürlich auf das Buch, die eigentlich zu 100% positiv ist. Das Buch ist ja in Zusammenarbeit entstanden mit 15 bis 20 anderen Hansa-Fans. Und das Vertrauen, was mir da entgegengebracht wurde, von allen Generationen, von jung bis alt, war für mich nochmal ein Zeichen. Ja, ich bin, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, im Heimathafen ein bisschen auch wirklich angekommen, da zurückgekehrt. In die Region, in die es mich in den 18 immer hingezogen hat. Und das Buch im Dezember habe ich den schon online geguckt. Ich hätte es mir ausgedruckt, ganz klassisch. Ich bin immer noch ein bisschen oldschool, fülle irgendwas aus, habe gesehen, online, tralala. Okay, mache ich dann mal später. Naja, gut, bei Corona-Zeit, Kinder ständig hier zu Hause. Wurde halt Februar draus, aber es war auf dem Schirm. Ne? Ich habe gesagt, okay, klar, ich mache das jetzt. Ich bin Marco Bertram, komme aus Berlin, bin 47 Jahre alt und habe jetzt den Heimathafen erreicht. Bin seit Februar Mitglied beim FC Hansa Rostock. Ich habe mich getraut, ich habe das Ja-Wort gegeben. Hansa wird mich sicherlich bis ans Lebensende jetzt noch begleiten und auch nicht mehr verlassen.